Moin moin, liebe Freunde, zu einem neuen Part heiße ich euch recht herzlich willkommen. Unser Pro, der Dambo, ist ja im Moment richtig gut drauf, würde ich mal so sagen. Hat schon einige Tore erzielt hier im Verlauf der Saison bei Wacker Innsbruck. Der Wunsch war ja mal, die Entwicklung meines Pros zu zeigen. Und ich kann ja mal seine Leistung hier aufrufen. Also wir sehen, er hat schon ein bisschen was erreicht. Am besten, Balltechnik wollte ich gerade sagen. Schießen ist im Moment, glaube ich, am besten mit geworden. Da haben wir 9 von 106 Missionen. Ist das richtig? Es gibt ja immer so Einzelmissionen oder so, die man erfüllen kann. Ich weiß es nicht genau. Aber hier zum Beispiel Tore. 9 von 150. 9 von 200. Achso, gibt's mehrmals die Kategorien. Okay. Goldenen Schuh gewonnen. Okay, also es gibt ja wohl noch einige Sachen, die man macht. Freistoß. Einige Sachen, die man hier erspielen kann. Unser Fortschritt insgesamt ist 9%. Und in der Attributübersicht sehen wir, dass unsere Entwicklung minimal, aber schon sichtbar ist. Ne? Also ein bisschen ist das schon. Trikot und Aussehen. Abgeschlossene Leistung insgesamt 6 Stück. Wie macht man das denn? Ja, wenn man da alles erreicht hat, dann kriegt man Torjubel. Okay, für mehr Persönlichkeit. Torwart ist natürlich klar, können wir gar nicht. Ja, aber so viel also zu der Entwicklung. Kommende Ziele. Ja, ich möchte, dass du ein Tor erzielst. 3 haben wir geschossen. Ist nicht so schlecht. Wir haben eine Tor-Tor-Versuchquote von 10%. Sollen wir haben. Wir haben 18%, also das ist schon gar nicht so schlecht. Und auch unsere durchschnittliche Spielbewertung liegt im Moment noch im grünen Bereich. Wir haben 8,1 von 0,6. Also unser Pro ist da gar nicht so schlecht. Nee, weiß ich ja gar nicht. Und wir gehen in die nächste Partie. Heute geht es wieder einmal gegen SV Mattersburg. Ich meine ja schon, gegen die gespielt zu haben. Und wir sind wieder einmal vom Beginn an in der Partie. Der Gegner durchwachsen. Ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. Gegen Innsbruck. Ja. Das können wir ja gleich nochmal wiederholen hier, ne? So, da ist es wieder. Ich kann es doch nicht. Hat da jemand einen Tipp? Der beste Tipp war ja, ich bin da schon auf Gold. Ja, was bringt mir das? Nichts. Oho. So. Und den kriege ich nicht. Das ist unglaublich, oder? Ich kriege den wirklich nicht. Ich weiß auch nicht, muss man da irgendwie... Kann man den irgendwie anwählen oder so, oder? Ich habe es einmal geschafft, aber das war im letzten Versuch dann. Und dann hatte ich keinen mehr für den anderen. Ich schaffe es nicht, sag mal. Das ist doch... zum Mäusemelken, ey. Keine Chance. Ich schaff es einfach nicht. Echt zum Kotzen sowas. Naja, heute gegen Mattersburg und ich bin natürlich gespannt, was wir mit unserem Dambo hier erreichen können gegen Mattersburg. Komm, geh mit hoch da zum Kopfball. Jawohl. Oh, schade. Da sah ich den Ball liegen und dachte mal, hältst du mal drauf?
Das wäre es natürlich auch gewesen. Schöner Fernschuss. Schön hat der Dambo ihn gesehen, ja. Oh. Nein. Schade, schade. Sehr gute Gelegenheit. Oha. Oh, uah, hohes Bein. Schiri sagt nix. So, Mattersburg im Angriff. Ja, sehr gut unterbunden. So, und jetzt muss es schnell gehen. Jetzt muss es schnell gehen. Schnell, 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 schnell. Jawohl. Ah. Ah, Mist. Da kann er nur noch retten. Schöner Schuss von Dambo. Der war richtig gut. Der gefiel mir echt super. Ah, da kommt er nicht richtig zum Kopfball hoch. Nachschusschance ergibt nichts. Ja, das ist doch schon ein sehr guter Start hier nach 12 Minuten. Schon die ein oder andere nette Torgelegenheit. Ah, hat er gerochen, die Drehung. War natürlich auch offensichtlich. Sehr gut. Ah. Nicht energisch genug weitergekämpft. Das muss unser sein. Dabo! Oh, Torwart kann parieren. Das war wieder eine sehr gute Gelegenheit. Ah, da kommen wir nicht ran. Kurze Pfosten besser besetzt. Schade. Mit dem Hackentrick. Oben, 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 oben. Absichern da. Oh! Ah, schade. Ein bisschen zu doll angenommen. Schön. Oh! Mensch, das war eine richtig schöne Gelegenheit. Schönes Passspiel. Mann, Mann, Mann. Also hier kommen richtig schöne Spielzüge zustande. Dafür bleibt das Tor aus. So, aber unser Team echt wirklich sehr gut und energisch am Ball. Oh, schöner Laufball hier, den kriege ich nicht mehr. Versuche ihn noch zu ergrätschen, aber keine Chance. Aber unser Dambo hat wirklich sehr, sehr viel Laufeinsatz in den Spielen. Jungs, da müsst ihr mitmachen. Geschlossene Teamleistung hier. Ja, ist unser. Nein, Junge, warum spielst du nicht im Lauf, ey? Oh. Oh, Mann. Ein Jubel haben wir bekommen. Dabo, kommt nicht hoch. Schön. Oh, zu hoch. Neuer Jubel hier. Mann, 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 Jungs. Was ist denn da los? Wir brauchen hier mal ein Erfolgserlebnis. Genau. Jetzt schick ihn. Jawohl! Mach ihn doch! Nein! Nein! Vorteil! Vorteil! Oh, er hat doch das Tor geschossen!
Nein, nein, nein. Oha, wir dürfen schießen. Oha, oha, oha. Yes! Sehr gut. Schön unter die Latte gesenkt. Jawoll! Ich wollte eigentlich ein bisschen was versuchen, aber das war mir dann doch zu unsicher. Ja, sehr gut. Unser Dambo bringt hier die Führung mit einem Elfmeter-Tor. Jungs, da müsst ihr ran. Mann. So, komm. Enger decken. Da unten läuft er sich da frei. Abfang. Sehr gut. Schön dazwischen gegangen. Oh, was sind denn das immer für Bälle, ey? Ah, zu kurz. Kommt, Jungs. Sehr gut. Ja. Ja. Muss ein bisschen weniger laufen. Der Dambo ist schon wieder im Moors hier. Jungs, 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 Jungs. Torwart hat ihn. Torwart! Abschluss, oder? Jo. So, die erste Halbzeit ist gleich rum. 1:0 durch ein Elfmeter-Tor. Die zweite Hälfte der ersten Halbzeit nicht mehr so überzeugend. Ein bisschen Kräfte sparen jetzt hier für die zweite Hälfte. Ja, genauso. Boah, Jungs, ey. So, locker in die Halbzeit spielen, das Ding hier. Ah, tut mir leid. Aber da war auch ein bisschen kurz, also. So, 1:0 zur Halbzeit. Es hätte auch schon höher für uns stehen können. Also, da wäre doch Potenzial für das eine oder andere Tor mehr gewesen. 1:0, aber denke ich im Großen und Ganzen, ja, schon ein recht verdientes Ergebnis. Und unser Dambo hat, glaube ich, die erste Hälfte auch bestimmt. Wenn Torchancen erspielt wurden, dann war es der Dambo. Hier zwei Möglichkeiten schon. Da kommt der Elfmeter, obwohl das Tor noch fiel. Für uns natürlich gut. So konnten wir ihn direkt reinsemmeln. So. Austria. Unentschieden. Halbzeitstand. Ja, okay. Wenn wir Glück haben, verlieren die, ja? Oder spielen unentschieden. Das sind auch Punktverluste. So. Euer Ball, Jungs, und dann schneller Ball da vorne. Genau so. Ja. Dauert alles zu lange. Dauert alles so lange, Jungs. Jo, schnelles Passspiel. Hat er da wohl gut gemacht. Aus der Drehung. Ein schwerer Ball. Ach. Habe ich ihn, glaube ich, ein bisschen zum falschen Timing gefordert, den Ball. Hey, lass die Finger weg da. Gleich wieder die Pille, Mann. Ach. Jungens.
Drei Ligaspiele ohne Gegentor. Unser Torwart hat eine gute Abwehr. Ah, Mist! Diese Annahmen! Mann, die nerven mich. Komm schon, hol dir! Junge, knack durch da! Mann! Schön ein drauflegen, ist der Sack zu. Das wäre natürlich das Beste. Ich glaube aber, wenn ich, seitdem ich den Dambo spiele, das sind ja eigentlich alle Spiele bis auf das erste, wenn wir von Beginn an aufgestellt sind, das waren wir glaube ich auch von da an, wurden wir nie ausgewechselt im Laufe des Spiels. Einfach unverzichtbar. Und bestimmt werde ich nachher ausgewechselt. Jawohl, so, und jetzt, ich kann ja noch nichts. Wie man sieht. Eine Überzahlsituation konnte ich nicht nutzen. Ist natürlich auch nicht so toll. Junge, mach doch was! Jawohl! Zweiter Elfmeter, hat er gut rausgeholt. Wurde da begrabbelt. Und wieder unser Dambo darf schießen. Oh Mann, ey. Nein! Oh, wieso bleibt der denn immer stehen, der Keeper, ey? Mist! Nein! Mann, ärgerlich. Hätten wir das zweite Tor machen können. Ach, wie ärgerlich. Schön durchgelassen. Oh. Ja, war nicht so schlecht, aber auch nicht so gut. War gar nicht mal so gut. Mann, Jungs, da müssen wir noch einen drauflegen. Boah, ich wollte schießen. Ich dachte, er haut da einen Wumms raus. Dann macht er da so einen Kopfball, ey. Was ist das denn? So, 75. Minute, die Frage, geht da noch was? Geht da noch was? Jetzt, komm. Oh, nee! Oh, nee! Mist! Schöner Schuss. Oh, warum denn so ein hoher Ball? Oh. Nein, Mann! Und jetzt unten? Nee, doch nicht. Komm schon, Jungs! Schiri. 82. Minute. Mann, wie ärgerlich. Jetzt nicht noch einfangen. Nicht noch einfangen. Komm schon, Junge. Abfangen, 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 abfangen. Nein! Einwurf. Oh, bestimmt nochmal ein Wechsel jetzt. Na, aber bei Mattersburg. Kommt schon. Pille abfangen da. Ah. Aber Abschuss, ja. Sehr gut. Sehr defensiv steht unser Team jetzt. Na.
Für wen soll der... Oh! Fast bekommen. Ja, kommt schon, Jungs. Da müsst ihr doch mitmachen, Mann. Die stehen da nur rum. Unsere Viererkette, ey. Oh, nee, ey. Ich seh's. Ich seh es. Oh, Jungs, das ist mir echt zu riskant alles, ey. Nein! Oh! Zu eigensinnig. Zu eigensinnig gewesen da. Oh Mann. Naja, ein 1 zu 0 sind halt auch 3 Punkte, ne? Aber chancentechnisch wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Naja. Man kann nicht alles haben. Ein Elfmeter verballert. Und Austria? Oh, konnte ich gar nicht sehen so schnell. Gewinnt wahrscheinlich. Wir haben immer noch 8 Punkte Vorsprung, ey. Meine Güte. Ja, wir haben auf jeden Fall ein Tor geschossen. Das ist ja auch wieder gut. Und unser nächster Gegner lautet Sturm Graz, wenn ich das richtig sehe. Sturm Graz. Sie glauben, diese Saison im Titelrennen mitmischen zu können. Was könnten sie in der kommenden Partie untermauern? Wenn sie auf eine Mannschaft treffen, die in der Tabelle in unmittelbarer Nachbarschaft angesiedelt ist. Tja. Ja, ich bin in der Startelf, das ist auch sehr gut. Und wir spielen gegen Sturm Graz. Sturm Graz auf Platz 2. Und unser Damo ist auf der Top-Torjägerliste auf Platz 1. Das ist doch auch sehr gut. Ja, also, nächstes Spiel Sturm Graz. Und ich denke, da werden wir mal zeigen, dass wir nach oben wollen. Ne? Ganz weit nach oben. Und ich muss jetzt gerade mal gucken. Mein Verein. Mannschaftsbericht. Nee. Saisonstatistik. Vereinswettbewerbe. Bundesliga, Liga-Tabelle. Wir haben eine Tordifferenz von 14 und die 13. Das heißt also, wenn wir siegen gegen Sturm Graz, sind wir zwar punktgleich, aber haben das bessere Torverhältnis. Definitiv. Und das würde dann bedeuten, dass wir uns auf Platz 2 vorpirschen können. Und das wäre natürlich richtig, richtig gut. Das wäre richtig, richtig gut. Und damit könnten wir dann auch hoffen, das kann man auch Begegnung sehen. Spiele und Ergebnisse. Nächstes Spiel also. Innsbruck gegen Sturm Graz und Austria gegen Ried. Oh, Ried war, glaube ich, nicht so gut, ne? Naja, doch. Gutes Mittelfeld hat Ried. Wenn also Ried gewinnt und wir gewinnen, wäre das natürlich optimal. Aber das soll uns alles nicht interessieren. Wir kümmern uns um unser Spiel. Wir wollen die 3 Punkte erstmal bekommen, bevor wir uns darauf konzentrieren können, wie andere spielen. Und das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Also, macht gut, schönen Tag, Abend noch und bis bald.